hier aus dem Stadion reitet. It's an 8-fault score for Abdullah Al-Shabatli. 9 for Eric Lamaze, 12 for Rodrigo Pessoa. Leaving Philippe with a rule. Er gab das Zeichen, ich bin fertig, ich brauche das nicht, ich muss die Zeit nicht komplett ausschöpfen, diese 3 Minuten. Ich gehe rein und somit also ertönt jetzt die Glocke und jetzt hat er 45 Sekunden Zeit, seinen Weltmeisterschafts-Goldmedaillenritt zu beginnen mit Hickstead, dem Pferd des Kanadiers. Auf das er sich, so schien mir, in der Vorbereitung doch vernünftig eingestellt hat. Die beiden, die auch hier im Gleichgewicht sind, in der Balance scheinen. Das Anreiten gerade. Hickstead willig. Mit vorwärts dran. Nach wie vor, auch in der 4. Runde. Wie gesagt, es geht um die Goldmedaille für Philippe Lejeune. Der sich viel Zeit nimmt. Zeitfehler kann er sich erlauben. Kein Problem. Lieber auf sicher. Lieber sauber den Absprung treffen, wie hier über diesen Ochser. Die Diagonale. Mit Ochser leicht geklappert. Liegen geblieben mit Steilsprung. 4 Sprünge noch. Ochser, steil, Doppelochser. Bleibt liegen. Sieht alles gut aus. Einsprung, Dreifache. Passt. Lejeune auf dem Weg zum Weltmeistertitel. So ist es. Und zwar das in ganz souveräner, toller Manier. Philippe Lejeune, Weltmeister 2010. Und wie er das hier nach Hause reitet. Mit 4 blitzsauberen Runden. Und alle 3 anderen haben sich andere Fehler erlaubt mit den Pferden. Und er hält sich hier schadlos. Philippe Gerdard, der Trainer, jubelt. Philippe Lejeune. Eine lange Woche geht für ihn zu Ende mit einem Pferd, von dem er seit 2 Jahren weiß, was er mit dem erreichen kann. Und jetzt schafft er auch eben fehlerfreie Runden mit den Pferden seiner Konkurrenten. Und hier der Dank an den Kanadier Hickstead. Der neue Weltmeister Philippe Lejeune. Eric Lamaze ist der erste der Konkurrenten, der da zum Gratulieren kommt. Rodrigo Pessoa ist schon da. Klasse gemacht. Wie gesagt, sie gönnen es ihm alle. Der Dank an alle und jetzt der Dank an das eigene Pferd, das ihn hierher gebracht hat. Schauen Sie sich das an, der hat schon viele, viele Pferde durch seine Hände gehen sehen. Da gehen jetzt Emotionen hoch. Der Ausbildung, wie gesagt, mit dem Vater schon Weltmeisterschaftsmedaillen gewonnen. Und dann hier mit dem Sohn die Krönung in Lexington in Kentucky. Die goldenen Momente, die letzten 3 Sprünge von Philippe Lejeune auf Hickstead. Lässt ihm Platz am Kopf. Herrlich anzuschauen und da ist es geschafft. Philippe Gerdard springt mit. Jawohl, das ist der goldene Moment des Philippe Lejeune. Der sich verdient an die Spitze der Zunft setzt. Rechts im Anschnitt haben wir den Weltmeister von 2006 gesehen gerade. Da steht Jos Lansing, da ist er. Der gratuliert mit der Hand in der Tasche. Hier haben wir ihn. Klasse gemacht, Junge. Das war spannend, das war toller Sport. Das waren tolle Ritte, die wir hier gesehen haben. Mit einem verdienten Weltmeister Philippe Lejeune und mit einer Sensation, hätte ich gesagt, am letzten Sonntag. Mit einer Überraschung sage ich heute auf dem 2. Platz Abdullah Al-Shabatli, Rang 3 für Eric Lamaze und Rodrigo Pessoa wird 4. So langsam fängt er an, das zu realisieren. Schauen Sie sich das an, dieser Dank ans Pferd, dieses Pferdemannes
Die letzten 4 Jahre gehen ihm da durch den Kopf, wie er ihn aufgebaut hat, nachdem er ihn übernommen hat. Da fließen Tränen, auch bei den Erfahrenen. Der Anhang jubelt mit. Das war's also. Philipp Lejeune ist der Weltmeister 2010 vor Abdullah Al-Shabatli, vor Eric Lamas, Kanada, und vor Rodrigo Pessoa. Und nicht vergessen wollen wir auf einem ausgezeichneten 5. Platz Carsten Otto Nagel, der ja gestern einen Abwurf hatte und damit ganz, ganz knapp, nur hauchdünn das Finale verpasste, sich schwer enttäuscht zeigte. Ganz klar das Gefühl, was auch sein Trainer Otto Becker kennt, 1990 aus Stockholm, als auch er damals ganz knapp am Viererfinale vorbeikam, wo alles möglich ist, was wir heute wieder gesehen haben, wo sich alles durcheinander werfen kann. Lamas, der Führende, wird Dritter. Philipp Lejeune, der Zweite, wird also Weltmeister 2010. Und das sehr, sehr verdient nach einer tollen, erfolgreichen Woche. Ein Mann, dem es alle gönnen in den Fachkreisen, hier im Stadion. Also mit den Bildern des Weltmeisters von 2006 und denen des Weltmeisters von 2010 verabschiede ich mich aus Lexington von diesen Weltreiterspielen 2010. Gruß nach Deutschland. Tschüss.